Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute geht es um den Gebrauchkauf von Motorrädern Teil 2, also um den Technikcheck. Dazu solltet ihr euch vielleicht mal ein paar Handschuhe mitnehmen, wenn ihr dahin fahrt. Eine Taschenlampe, ein 2-Euro-Stück und eine Checkliste solltet ihr euch einpacken. Vorweg noch drei Sachen. Als erstes die ganze Verkäuferthematik. Das heißt, wie ist der Verkäufer drauf? Was gibt er für Antworten? Wo hat er seine Unterlagen? Um da Informationen rauszuziehen, das Thema ist einfach zu komplex, das lassen wir weg. Zweite Sache ist Verschleiß. Verschleiß ist nicht geht oder geht nicht. Sondern oft ist das einfach, ihr zieht euch einen neuen Reifen auf und der Verschleiß mit jedem Kilometer, bis er dann irgendwann weniger als 1,6 mm Profiltiefe hat und verschlissen ist. Das heißt, es ist ein Bereich und das bezieht sich auf alle Motorradteile bzw. Verschleißteile, die wir uns gleich angucken. Und der dritte Punkt ist, ich werde euch immer Materialkosten einblenden und Arbeitsstundenkosten, damit ihr ungefähr abschätzen könnt, wenn ihr euch das Fahrzeug trotzdem kaufen wollt, was ihr da an Reparaturkosten rechnen müsst. Alles klar, los geht's jetzt. Also ich zeige euch das Ganze jetzt anhand der PC37. Wir können aber auch jedes andere beliebige Motorrad nehmen. Eine Hebebühne braucht ihr nicht, das dient nur, damit wir das Ganze besser filmen können. Als erstes schnackt ihr natürlich mit dem, hallo, na, wie geht's, bisschen Smalltalk, bla bla. Und dann fragt ihr den schon, wie viel der Hand ist das Fahrzeug, wie lange hat er das Fahrzeug, wurde schon mal was neu gemacht, gab es irgendwelche Probleme, verliert das Fahrzeug Öl. Ja, holt euch so viele Informationen, wie ihr braucht. Und dann fangt ihr einfach an, euch das Fahrzeug natürlich schon mal optisch anzugucken. Lauft da ein bisschen umzu, guckt, ob ihr schon irgendwelche Anbauteile seht, wie zum Beispiel hier Mini-Blinker oder vorne die Verkleidungsscheibe, schwarz, auch neu. Wie ist allgemein der optische Zustand? Und dann fangt ihr an, mal so ein bisschen alles anzufassen, ob hier irgendwas klappert an der Verkleidung oder sonst wo oder auch am Auspuff, ob da irgendwas locker ist. Es gibt auch Teile, die einfach vom Hersteller, wie hier zum Beispiel, das klappert ein bisschen so. Das ist normal, aber sonst hier die ganze Verkleidung sollte fest sein, da sollte sich nichts bewegen und auch nichts wirklich klappern. Wenn ihr das gemacht habt, dann fangen wir an, das ganze Fahrzeug von vorne nach hinten zu filzen. Wir fangen jetzt ganz vorne am Reifen an. Als erstes streicheln, weil das ist wichtig, um eine Beziehung zum Motorrad aufzubauen. Und der Reifen soll euch lieb haben, ihr wollt den Reifen lieb haben, damit er euch lieb hat. Also nur so eine Zweckbeziehung. Genau, deswegen streicheln. Nee, Spaß beiseite, aber streicheln sollt ihr ihn wirklich, weil ihr gucken müsst, ob der leichte Unebenheiten hat. Oder ob der wirklich über die ganze Fläche, ja, ich sag mal, seine Form hat. Es kann durchaus sein, dass da kleine Unebenheiten sind und das wäre nicht gut. Dann würde ich den Reifen auf jeden Fall wechseln. Als nächstes gucke ich mir die Profiltiefe an. Neu haben die, glaube ich, irgendwas um die 6 mm, 5, 6 mm müssten das sein. Und ihr habt im Profil so Profiltiefenmesser, nennen die sich. Das bedeutet, an der Stelle, wo dieser Profiltiefenmesser rausguckt, hat der Reifen 1,6 mm. Also dieser Profiltiefenmesser wird erreicht, wenn das Profil 1,6 mm erreicht hat. Und dann müsst ihr den Reifen wechseln. Alles darüber ist natürlich noch Plusprofil. Als nächstes, ganz wichtig, ist die Dot-Nummer. Die steht jetzt auf dieser Seite nicht, deswegen blende ich euch eben ein Bild ein. Die Dot ist hier jetzt von... Achso, die Dot, was heißt das überhaupt? Was das heißt, weiß ich gerade nicht genau. Aber dahinter kommt eine zweistellige, eine vierstellige Ziffernkombination. Hier steht jetzt 1611. Und das bedeutet, dass der Reifen aus der 16. Kalenderwoche 2011 ist. Und man sagt bei Motorradreifen, da kann man jetzt wieder stundenlang drüber diskutieren, aber nicht älter als 5 Jahre. Weil mit der Zeit härtet der Reifen aus. Natürlich spielt das jetzt eine Rolle, ob der in der Garage war oder nicht. Und vielleicht wurde der ja erst 2015 raufgezogen und lag vorher im Lager. Nichtsdestotrotz, Reifen nicht älter als 5 Jahre. Nimmt das einfach so hin und ja, handelt danach. Also nicht älter als 5 Jahre. Der ist jetzt älter als 5 Jahre. Würde ich sagen, der muss neu. Als nächstes, natürlich guckt euch die Felge an. Optik sowieso die ganze Zeit. Überall gucken, wie ist die Optik, ist hier was abgebrochen, Kratzer und so weiter und so fort. Und touchen, was ich eben am Anfang gemacht habe, habt ihr natürlich auch hier gemacht. Ne? Überall. Auch mal den Blinker anfassen, ist der fest. Nochmal eben am Rande erwähnt. Also, als nächstes Felge angucken, ob da vielleicht irgendwo Einschlitze sind oder vielleicht beim Aufziehen des Reifens sind die dann mit dem Moniereisen dagegen gekommen oder was auch immer. Also Optik die ganze Zeit. Als nächstes gucken wir uns die Bremsscheiben an. Da könnt ihr ruhig mal, ich ziehe mal eben die Bremse, die mal eben ruhig hoch und runter bewegen. Weil wir haben ja hier eine schwimmgelagerte Bremse. Und ja, wenn das hier verschleißt, das ist ja auch eine Lagerung, dann klackt das. Und viele Leute machen dann diesen Lenkkopflager-Check, machen wir jetzt nicht so, indem sie auf dem Motorrad sitzen und dann nach vorne rollen und die Bremse ziehen. Und dann klackt das. Und dann denken die, das ist das Lenkkopflager. Aber eigentlich ist das hier die Bremsscheibe, die sich hier hin und her bewegt. Gut.
und bei der Bremsscheibe gucken mit dem Fingernagel, ob die Riefen hat. Tiefe Riefen, das kann sein, weil sich da irgendwelche Sachen ja, zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag, zum Beispiel kleine Steine, gemogelt haben und dann reißt ihr die da rein. Also das soll nicht vorhanden sein. So, hier sieht man auch leichte, ganz leichte Riefen, das ist normal, aber da sollten jetzt keine tiefen Dinger zwischen sein. Dann auch wichtig ist, wie dick ist die Bremsscheibe noch? Das könnt ihr natürlich nicht alle messen, weil ihr kein Werkzeug dafür habt. Aber hier steht, dass die Mindestdicke der Bremsscheibe 3,5 mm sein muss. Jetzt für den Normalverbraucher oder wenn ihr euch das Fahrzeug anguckt, guckt einfach, ob hier außen ein spürbarer Rand vorhanden ist. Weil die Bremsbeläge greifen nicht auf der ganzen Fläche ein, sondern nur von hier bis hier, also nicht ganz bis zum Rand. Das heißt, am äußersten Rand ist die Bremsscheibe eigentlich im Neuzustand, sodass man, wenn man hier eine fette Kante spürt, bedeutet das, dass das hier schon richtig runtergeschliffen wurde und dass ihr dann schon näher an diesen 3,5 mm seid. Aber da ist auch eine Menge Puffer. Also wenn ihr eine leichte Kante spürt, alles gut. Wenn das eine richtig fette Kante ist, dann würde ich mir Sorgen machen. Und dann geht es auch wieder hier mit Kilometerstand und so weiter. Ne? Kommt natürlich auch wieder auf die Fahrweise an und so weiter. Spielt ja alles eine Rolle mit. Gut, Bremsscheibe angucken. Habt ihr verstanden? Fette Kante, nicht gut. Eventuell seid ihr dann schon unter den 3,5 mm und dann müssten die neu. Gut, haben wir das, haben wir das, haben wir das. Jetzt können wir eigentlich schon zum Radlager vorne kommen. Dazu habe ich mir jetzt mal einfach Radlager aus Inlinern genommen, weil vom Prinzip ist das das Gleiche. Wir haben einen inneren Teil und einen äußeren Teil und dazwischen, das was wir jetzt nämlich nicht sehen, sind Kugeln. Das ist hier ein Kugellager. Dadurch kann man halt den inneren Teil festhalten und den äußeren drehen. Und die Kugeln wälzen das im Inneren ab. So, wenn die Kugeln mit der Zeit, ja, die reiben ja die ganze Zeit aneinander. Das sind ja alles Reibpartner, das heißt, wir haben überall Reibung und Verschleiß. Das heißt, mit der Zeit entsteht dann eine kleine Lücke. Das Ganze macht sich dann so bemerkbar, wenn das Radlager kaputt ist, beziehungsweise verschlissen ist. Jetzt habe ich ja schon gesagt, Verschleiß ist. Es geht halt immer weiter und irgendwann ist es dann wirklich so verschlissen, dass man das hört. Das heißt, das Spiel hört man, die Kugeln klackern an die Lagerschalen und ja, greift einfach in die Felge rein, oben und unten an Reifen und dann macht ihr diesen und diesen. Und wenn da irgendwas klackt oder ihr Spiel merkt, dann ist das Radlager kaputt. Hier ist jetzt noch nichts. Das ganze Motorrad wackelt aber. Als nächstes könnt ihr ruhig mal das ganze Vorderrad drehen. Jetzt hört ihr ein leichtes Schleifgeräusch, das ist in Ordnung. Aber wenn die Bremse fest ist, das heißt, ich will das Vorderrad drehen und das lässt sich so drehen, ich betätige gerade die Bremse, aber es kann durchaus sein, dass, durchaus, habe ich auch schon öfter jetzt gesagt, dass eine Bremse fest sitzt, auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich so Spezialisten von Verkäufern, die sagen, ja, das bremst sich wieder frei. Und dann fahren sie die nächsten 30 Kilometer erstmal mit schleifender Bremse und im Endeffekt verschleißt die Bremsscheibe einfach nur ungemein. Finde ich nicht so gut. Eigentlich müsste man die Bremszange mal eben auseinandernehmen und gucken, was da los ist. Wie gesagt, so soll das nicht sein, sondern einfach nur drehen und dann soll das halt ein bisschen nachlaufen. Alles klar, super. Also ihr merkt schon, das ist eine ganze Menge. Dann nehmt ihr euch euer Tuch. Also ist eine ganze Menge, was wir hier kontrollieren können alles. Nehmt ihr euer Tuch und wischt das hier erstmal sauber. Schön trocken wischen, weil im Inneren ist Öl in der Gabel und hier sitzen, an dieser Stelle ungefähr, sitzen Simmerringe und die streifen das Öl in der Gabel immer ab, sodass man hier kein Öl auf diesen Laufflächen hat. Und beim Fahren und beim Bremsen natürlich auch, federt das Ganze immer ein. Das heißt, dieses, das muss ich immer überlegen, Tauchrohr geht in die Gabel rein, bekommt Öl hier ab und beim Rausfedern wieder wird das abgestreift. Also hier darf kein Öl sein. Gucken wir aber gleich nach der Probefahrt nochmal. Also erstmal nur trocken wischen. Gut, dann haben wir das soweit. Jetzt natürlich die Bremsbeläge, da wäre wahrscheinlich jeder von euch drauf gekommen. Da guckt ihr am besten von unten rein und es ist manchmal nicht ganz einfach zu erkennen. Ich habe jetzt hier mal ein paar, ja, eigentlich schon verschlissene Bremsbeläge, ja, weil das nämlich sehr ähnlich aussieht. Also hier, das ist das Metall, ne, darauf bremsen wir nicht und hier ist der eigentliche Bremsbelag. So, ihr seht jetzt hier Metall und hier ist der Bremsbelag. Ich hoffe, ihr kennt das einigermaßen. Und hier haben wir auch ein Verschleiß, ja, Verschleißmessen oder ein Verschleißmesser.
wenn halt diese Rille nicht mehr vorhanden ist, diese Rille nicht mehr vorhanden wäre, dann tauscht man die Bremsbeläge. Ich habe das jetzt ein bisschen früher gemacht. Neue Bremsbeläge, die sehen halt so aus, ne? Da ist noch richtig Fleisch drauf. Genau, die solltet ihr auch kontrollieren. Wenn die so aussehen, dann ist halt eine ganze Saison, wenn die vorne sitzen würden, das ist jetzt für hinten, wenn die vorne sitzen würden, da weiß ich nicht, ob ich da noch eine ganze Saison mit losfahren würde, weil vorne bremst man einfach viel, viel mehr und der Verschleiß ist vorne viel höher an den Bremsbelägen und ihr wollt nicht Metall auf Metall bremsen, weil dann geht eure Bremsscheibe richtig schnell in den Arsch. Genau, Bremsbeläge gucken, habe ich euch gezeigt, sehr gut. Dann ist echt faszinierend, oder? Wie viel man hier nur vorne gucken kann, aber vorne kann man auch mit am meisten gucken. Also, dann haben wir das soweit alles. So, jetzt guckt ihr euch natürlich nochmal die Schläuche an. Hier ist natürlich Bremsflüssigkeit drin, die geht hier rein. Und hier soll natürlich alles dicht sein. Also mal eben kurz gucken und gucken, wie die Schläuche aussehen. Ist das Material hier schon spröde oder nicht? Sieht das noch alles gut aus? Sehr gut. Hier vorne könnt ihr natürlich auch noch das Lenkkopflager testen. Das habe ich jetzt vergessen. Und zwar will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Ich habe euch eben ungefähr erklärt, wie ein Radlager aufgebaut ist. Und beim Lenkkopflager ist das nichts anderes. Das verschleißt halt mit der Zeit. Und dann ist es einfach so, dass das entweder locker ist, das heißt in Fahrtrichtung natürlich meistens, weil die meisten Leute fahren ja erstmal geradeaus. Wir fahren ja nicht die ganze Zeit so, ne? Genau. Deswegen ist der höchst erhöhte Verschleiß halt in der Mitte. Und wenn ihr jetzt an der Gabel mal zieht und ihr merkt, das hat Spiel, dann ist das Lenkkopflager wahrscheinlich verschlissen. Geht einfach mal davon aus, dass es verschlissen ist. Kann auch sein, dass sich das gelöst hat, dann könnt ihr es nachziehen, ein bisschen noch Fett rein, dann habt ihr noch ein paar Kilometer. Aber in der Regel, ja, geht da einfach mal von aus, dass es dann kaputt ist. Also ein bisschen an der Gabel ziehen, ein bisschen drücken. Und wenn das dann klackt oder ihr merkt Spiel, dann ja, ist das Lenkkopflager runter. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, so ist das nämlich hier, weil hier klackt nichts. Doch, hier ist auch Spiel drin, merke ich gerade. Ja, hier ist auch Spiel drin. Aber viele Leute, wenn das leichte Spiel bekommt, ziehen das einfach nach. Und dann ist halt der nächste Test, den ihr machen müsst. Ja, ist ein bisschen windig gerade. Ihr müsst den Reifen einfach... Achso, übrigens, ich habe das jetzt ja, aufgebockt, das ganze Motorrad. Ihr müsst dazu den Verkäufer fragen oder einen Kollegen, den ihr mitgenommen habt, ob er das Fahrzeug mal eben über den Ständer bocken kann, damit ihr halt ein bisschen, damit das Rad sich frei drehen lässt und ihr auch das Lenkkopflager prüfen könnt. Ja, eben eine sichere Stelle am Motorrad suchen, über den Ständer und dann, genau, geht das. So, auf jeden Fall einfach von links nach rechts ganz leicht bewegen und gucken, ob irgendwo eine Raste ist. Hier in der Mitte ist jetzt nämlich eine Raste. Das liegt einfach daran, weil wir hauptsächlich in der Mitte fahren. Die verschleißen in der Mitte. Und das heißt, wir kommen in so ein Tal rein, sage ich jetzt mal übertrieben. Also ihr merkt da so eine Kante, zack, hier ist eine Kante, hier bleibt er nämlich kurz stehen. Dann kommt die nächste Kante und dann geht es wieder einigermaßen gut. Einige Leute halt, die sehr, sehr feinfühlig sind, die merken das sehr, sehr früh und denken so, ah, hier ist da nicht schon was? Ah, ich glaube, da ist was. Ja, ja, ganz bisschen. So, dann könnt ihr noch weiterfahren. Nur wenn das jetzt wirklich, wenn man das halt wirklich krass merkt, wie gesagt, das ist halt Verschleiß, ne? Das kann ich euch jetzt nicht genau mitteilen. Fakt ist nur, und das ist das Problem bei der ganzen Thematik, wenn ihr in die Kurve einlenkt, dann seid ihr erstmal geradeaus unterwegs, wollt jetzt in die Kurve rein und dann wird das Rad auch leicht, ja, bewegt und dann müsst ihr halt über diese Raste rüber und das kann zum Problem werden, weil dann fangt ihr an, nämlich doller zu drücken, dann kommt ihr über diesen Punkt rüber und dann passiert der hier. Also das ist nicht mehr so schön vom Fahren. Aber wenn das ganz, ganz leicht ist, dann könnt ihr da halt noch ein bisschen mit rumdüsen. So Leute, ich will euch das noch eben zeigen, auch wenn das Video länger wird, aber ich habe extra einen Rahmen jetzt noch organisiert. Wie gesagt, hier ist der Lenkschaft. Das heißt, hier kommt das Lenkkopflager rein. Ihr seht, hier ist eine Lagerschale drin. So eine Lagerschale ist da drin. Zack. Dann kommt von oben das Lager rein. Beziehungsweise, ja, die innere Lagerschale, sage ich mal, äußere Lagerschale und die Welzkörper. Das sind jetzt hier keine Kugellager, sondern Nadellager. So, und dann funktioniert das Ganze so, weißt du? So lenkt ihr dann im Endeffekt. Und die gleiche Geschichte kommt nochmal von unten rein, sodass ihr dann im Endeffekt, ja, von beiden Seiten könnt ihr das Lager dann verspannen oder spannen, vorspannen. Und ja, so funktioniert die ganze Geschichte. Das ist das Lenkkopflager.
Als nächstes gehen wir jetzt weiter. Wir können mal gucken im Scheinwerfer, ob da Wasser drin ist. Ja, und natürlich Optik gucken. Optik die ganze Zeit, Kratzer, Schleifspuren und so weiter. Hier ist natürlich voll der Fusch, ne? Ich hoffe, ihr erkennt das. Hier hat irgendein Idiot Mini-Blinker angebaut und dann das hier so scheiße gemacht. Naja, gut. Spaltmaße. Gucken natürlich. Genau, dann überall gucken hier an den äußeren Stellen des Motorrades, ob da irgendwo Schleifspuren sind. Das habe ich jetzt nur abgebaut, damit ich halt das ganze Motorrad hochbocken konnte. Öl könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Hier ist jetzt ein Schauglas. Das heißt, ihr stellt das Motorrad gerade, ne, aufrecht hin. Das ist ja gerade gekippt. Und dann guckt ihr auf jeden Fall, ob da genug Öl drin ist. Weil wer das schon nicht kontrolliert, ist ein scheiß Verkäufer. So. Genau. So, jetzt können wir auch nochmal uns hier das angucken. Wie sieht das Öl überhaupt aus? Mal dran schnuppern. Mal eben reingucken. Ist das wirklich schwarz? Ne? Jedes Öl ist halt schwarz, wenn das ein Tausender drin ist. Dann ist das nicht mehr schön hell oder sonst was. Da sollte aber kein Wasser oder irgendein Schmodder dran sein. Dann hat er das wahrscheinlich seit x Jahren nicht gewechselt. Was ihr auch gut machen könnt ist, das erkennt ihr jetzt nicht so gut. Hier vorne sitzt der Ölfilter. Ja, den erkennt ihr jetzt nicht. Da sitzt auf jeden Fall ein Ölfilter, eine schwarze Kartusche. Und wenn er zu euch sagt, ja, ich habe jedes Jahr den Ölwechsel gemacht und das Ding ist hier schon voll am Wegrosten, dann wisst ihr, das Ding ist nicht ein Jahr drin, sondern viel, viel länger. Und der erzählt euch gerade Scheiße. Hier könnt ihr auch, das ist jetzt bei jedem Motorrad natürlich auch wieder anders, Kühlflüssigkeitsstand checken, auch wieder aufrecht hinstellen das Motorrad. Dann gehen wir so weiter. Hier gucke ich eigentlich nur Optik, Optik, Optik. Hier ist auch so eine schöne Sache, wo, wenn das Motorrad hinfällt, was zu sehen ist. Deswegen laufen wir jetzt auch mal eben andersrum. So, wir gucken uns nämlich die äußeren Sachen an. Hier, da seht ihr. Da seht ihr nicht. Hier leichte Schleifspuren, genau. Hier seht ihr auch, leichte Schleifspuren. Leichte Schleifspuren, überall. Ich habe im ersten Teil ja schon gesagt, was jetzt Umfaller und Rutscher und so weiter. Da habt ihr das ja auch schon an diesem Fahrzeug hier gesehen. Hier nochmal ein bisschen mehr. Da seht ihr nochmal ein bisschen mehr. Das heißt, ihr guckt euch alle äußeren Teile am Fahrzeug an. Die Mini-Blinker sind danach neu angebaut worden. Deswegen haben die jetzt nichts. Genau, dann einfach mal die äußeren Sachen so angucken. Hier ist auch nicht. Hier sind auch Schleifspuren. Ist jetzt nicht so wichtig, dass ihr das nicht hundertprozentig seht. Ihr wisst ja, was ich meine. Dann haben wir hier noch das Federbein. Auch im Federbein ist Öl drin. Kennt ihr jetzt nicht so gut. Gucken, ob da an der Lauffläche, seht ihr, wenn ihr das Federbein vor euch habt, ob da ein Ölfilm drauf ist, wie bei den Simmerringen vorne. Genau das nachgucken. Und natürlich, wie die Feder aussieht. Ist die vielleicht gebrochen? Was ich jetzt noch nicht, warum sage ich immer Watt und Dat? Was ich jetzt noch nicht so gesehen habe, aber ruhig mal angucken. Und auch so allgemein optischer Zustand. Ja, dann läuft man einfach so durch und dann gelangt man irgendwann hinten zur Kette. Den Kettenhang sieht man halt hier. Jetzt ist die Kette ja gerade nicht belastet, sitzt ja keiner drauf. Das heißt so, wenn da jetzt jemand drauf sitzen würde, wäre das schon ziemlich locker. Aber sonst passt das soweit, weil das ist ja jetzt gerade unbelastet. Dann ist die halt ein bisschen lockerer. Die hängt ja noch nicht hier oder sonst was. Das passt. Und jetzt mal ein bisschen Belastung drauf und hinten dran ziehen. Und wenn die Kette sich so abheben lässt, oder habe ich noch eine ganz schöne Aufnahme von meinem Bruder, dann ist die verschlissen und hier, da geht gar nichts. So, das heißt, die sitzt noch vernünftig auf, alles gut, Kette funktioniert noch. Und jetzt kann man natürlich auch noch hier gucken. Ja, kann man auch noch gucken. Hier ist ja eine Angabe darüber, ob die Kette neu ist oder nicht. Nur hier an dem Teil ist jetzt gar kein Strich, also das bringt euch nicht wirklich weiter. Wenn ihr die noch spannen könnt, und das seht ihr halt daran, dass hier noch eine Lücke ist dahinter, dann geht das. Ja, seht ihr halt die Lücke hier. Dann kann man die Kette noch weiter spannen, also ist noch alles gut. Und die Ungleichmäßigkeit der Kette, die kontrollieren wir auch direkt. Ihr müsst einfach das Fahrzeug wieder über den Ständer bocken, dann drehen und gucken, ob die Spannung überall die gleiche ist. Also ob es in diesem Fall halt überall gleich locker ist. Und das ist auch gegeben. Ich kann die Kette überall weit genug randrücken. Und jetzt habe ich nochmal eine andere Aufnahme, wo die Welt halt ganz anders aussieht. Und die Kette einfach Schrott ist. Also hier sehen wir jetzt eine verschlissene Kette. Wenn wir die mal am lockersten Punkt kontrollieren, das wäre jetzt hier.
Und jetzt einfach mal weiter drehen und gucken. Die irgendwo, hier ist auch noch ziemlich locker. Hier ist fest. So. Und das heißt jetzt an der anderen Stelle, wo wir eben waren, hätten wir die jetzt eigentlich strammer stellen müssen. Hier müssten wir die jetzt lockern. Wir können aber nur eins. Entweder stellen wir die strammer oder lockerer. Und so können wir nicht fahren. Und wenn wir die jetzt noch lockerer stellen würden, wird die an der anderen Stelle, wo wir eben waren, einfach viel zu locker sitzen, sodass das dann sein kann, dass die irgendwann überspringen. Also so eine Kette ist Schrott. Die könnt ihr nicht mehr richtig spannen. So, hinten natürlich die gleichen Geschichten, die ich eben schon erwähnt habe. Also auch wieder Reifen drehen und gucken. Jetzt müsst ihr natürlich bedenken, dass die Kette auch mit bewegt werden muss. Das heißt, das ganze System läuft hier ein bisschen schwergängiger. Aber nichtsdestotrotz soll natürlich die Bremse nur leicht schleifen, wenn überhaupt. Guckt ihr auch wieder hier die Bremsbeläge nach. Die Bremsscheibe anfassen, wie gesagt, die Kante wieder überprüfen, ob die zu groß ist oder nicht. Dann natürlich das Radlager. Und hier kann sich jetzt nichts drehen, weil wir eine Schwinge haben. Also, ja, das ganze Fahrzeug ist ein bisschen wackelig jetzt hier. Also auch einfach so bewegen. Also so. Ich muss es ja mal ein bisschen übertriebener machen, damit man mich auch versteht. Und ja, wie gesagt, da darf nichts klackern. Ihr dürft da kein Spiel merken. Genau, hier auch wieder gucken, ob die Schläuche porös sind oder nicht. Dann könnt ihr auch mal die Schwinge einfach mal so ein bisschen hin und her bewegen. Ja, das kann ich jetzt nicht so machen, weil ich so scheiße einfach mal die ganze Schwinge hin und her drücken und gucken, ob da Spiel ist. Genau, dann haben wir das. Genau, Reifen auch wieder genau das gleiche. Noch ein wichtiges Thema sind die Lenkanschläge. Wir haben hier unten die untere Gabelbrücke, das silberne Teil. Und wenn wir lenken, bewegen wir das. Genau, und gleich fällt das Motorrad von der Bühne. Hier ist so ein dicker Knubbel, der nennt sich Lenkanschlag. Und der kommt, wenn wir den Lenker bewegen, irgendwann an den Rahmen. Und jetzt, die dürfen halt nicht beschädigt sein. Das passiert ganz oft, wenn die Leute wegrutschen oder einen schweren Unfall hatten, dass der Lenker natürlich durch die Gegend fliegt und dadurch auch gegen den Rahmen schlägt. Also guckt euch diese beiden Stellen an, ob die wirklich beschädigt sind oder nicht. Und das sieht halt bei jedem Fahrzeug ein bisschen anders aus. Hier zum Beispiel sehen die Lenkanschläge so aus. Was ihr auch noch kontrollieren solltet, ist natürlich, ein Rückstrahler braucht jedes Fahrzeug und ist der Reifen bzw. Reifen und Heck stehen in einer Flucht. Soll heißen, wenn der Reifen jetzt so stehen würde und das Heck so wie es jetzt gerade steht, dann würde ich sagen, irgendwas stimmt da nicht. Oder der Reifen ist so und das Heck guckt irgendwie zur Seite, dann kann das sein, dass er irgendwie schon mal einen Heckunfall hatte oder sonst was. Wenn ihr das kontrolliert und ihr merkt, oh, da stimmt irgendwas nicht, auf jeden Fall mal eben checken, ob der Reifen dann auch wirklich richtig, verbaut wurde, eingespannt wurde. Wir haben ja hier an der Seite Einstellmarkierung. So, jetzt sagen wir mal, die Mittelachse sitzt ungefähr hier an dem Punkt. Das heißt 1, 2, 2,5. Und dann muss das, oder 3,5, nicht, dass ich mich jetzt hier versehe. Ja genau, 3,5 muss auf der anderen Seite auch so sein, ist auch so. Genau, und dann, wenn dann immer noch hier krumm ist, dann, ja, und er euch nicht sagen kann, woran das liegt, beziehungsweise könnt ihr gleich vergessen, dann ist da irgendwas mit dem Heck und so, scheiße. Viele Leute gucken noch einen Tank, aber hier, das ist ein Plastiktank. Falsch, ist kein Plastiktank, sondern nur eine Plastikhaube. Das ist auch ein Metalltank. Also reingucken und gucken, ob das Ding Rost hat von innen. Wenn ja, da kann richtig scheiße werden für euch. Also ich kenne da so einen Fall, mein Bruder noch ein bisschen besser. Der hatte nicht reingeguckt und das Ding war von innen so verrostet. Und das setzt euch natürlich immer, hier ist jetzt kein Vergasermodell, aber setzt den Vergaser immer wieder zu. Oder halt, der ganze Motor verdreckt halt von innen. Vielleicht zündet der dann auch nicht mehr und das ist alles scheiße, die Leitungen werden dicht. Auf jeden Fall reingucken. Und ja, dann müsst ihr was machen, wenn da Rost im Tank ist. So, wenn wir das geschafft haben, dann kommen wir jetzt zur elektrischen Anlage. Beziehungsweise eigentlich können wir uns nochmal vorher draufsetzen und mal ein bisschen rumwackeln. Und dafür braucht ihr Static Downforce. Das heißt, es muss schwer sein. Einfach mal ein bisschen wackeln, vor, zurück. Gucken, ob das irgendwo knackt oder wackelt oder irgendwas, ob ihr irgendwas hört. Hier ist jetzt nichts. Nur der Sprit im Tank, den hört man. Genau, dann machen wir als nächstes die Zündung an und kontrollieren aber vorher noch, ob der Motor warm ist oder ob der Herr den vorher extra warm laufen lassen hat.
Also Zündung an und dabei gucken, ob auch alles anspringt. Unten rechts zum Beispiel springt gleich eine FI-Lampe an, das ist für Fehler, die geht dann auch wieder aus. So, eben einmal kontrollieren, ob alles angeht und ausgeht. Beim Auto ist ja ganz beliebt, auch einfach mal irgendeine Birne wegzuknipsen, wenn zum Beispiel der Airbag die ganze Zeit leuchtet oder die Airbag-Leuchte, dann wird der Tacho ausgebaut und dann knipsen einige einfach die Birne weg und dann leuchtet da gar nichts mehr. Dann leuchtet am Anfang aber auch nichts und dann seht ihr, okay, die Airbag-Lampe an sich ist ja schon Schrott oder abgeklemmt worden. Genau, hier ist jetzt kein Airbag vorhanden, brauchen wir als Motorradfahrer nicht. Genau, das heißt, jetzt lassen wir die Karre, schmeiße ich die Karre gleich an und dann hört ihr euch einfach an, wie das Motorrad sich anhört. Jetzt beim Motorlauf ist halt eine ganz schwierige Thematik, euch das jetzt so mitzugeben auf dem Weg, wie sich ein Motor anhören sollte. Ich würde einfach mal pauschal sagen, wenn ihr keine Störgeräusche hört, dann läuft der Motor. Das heißt, es ist jetzt nicht so, ja, hört der Motor sich gut oder schlecht an. Wenn der Motor sich nicht schlecht anhört, also Ausschlussverfahren, wenn er sich nicht schlecht anhört, also ihr hört kein Klackern, kein Klappern, sonst was, dann ist alles in Ordnung. Wenn da aber Störgeräusche sind, also ein wirkliches Klackern, weil man muss auch dazu sagen, selbst die Zündung bzw. das Verbrennen des Gemisches, das erzeugt auch einen Sound. Die Ventile fliegen die ganze Zeit in ihre Ventilsitze rein, erzeugt auch einen Sound. Das heißt, es gibt immer einen gewissen Sound, der sich nicht so geil anhört, aber dann ist der Motor nicht Schrott. Also ein gewisses Geräuschverhalten hat der Motor halt einfach. Und da kann ich euch nur ans Herz legen, guckt euch 2-3 Fahrzeuge an, am besten auch von dem gleichen Modell dann, um einfach zu gucken, wie hören sich die Dinger an. Und auch da ein bisschen gucken, wenn ihr einen Sportauspuff dran habt, ist es oft so, dass der das einfach übertönt. Also der übertönt dann einfach das Motorgeräusch. Da solltet ihr halt dann wirklich direkt am Motor mal hören, also hier in dem Bereich, die Ohren hinhalten und gucken. Also wie ich das halt immer mache, ich schmeiß die Karre jetzt an, die ist ja kalt, dann lasse ich die erstmal in Ruhe warm laufen. Währenddessen kontrolliere ich, also höre ich natürlich schon mal eben rein. Ob da was ist, sonst hört man das auch währenddessen man eben mal die elektrische Anlage prüft, sowohl also Blinker setzen, dann natürlich im Cockpit gucken, okay, die leuchtet die Lampe und natürlich auch die Blinker eben gucken, ob die hinten und vorne leuchten, ist klar. Links, rechts, klar, Abblendlicht, Fernlicht, Lichthupe, dann haben wir hier noch eine Hupe. Den Notaus könnt ihr gleich betätigen, wenn ihr das Motorrad ausmachen wollt, ob der noch funktioniert. Ja, hier Warnblinkanlage, alles mal eben durchchecken. Dann natürlich Bremse ziehen und gucken, ob das hinten das Bremslicht funktioniert. Ob das Licht hinten allgemein funktioniert. Fuß auch nochmal eben bremsen und gucken, ob da das Bremslicht hinten funktioniert. Genau, dann haben wir die elektrische Anlage. Währenddessen läuft der Motor halt schon die ganze Zeit. Wenn er dann Betriebstemperatur hat, sprich 80 Grad, dann fange ich immer an, dass ich den Motor mal langsam hochdrehen lasse. Und ja, gucken, wie er sich verhält, mal Gas flipsen lassen und dann auch einfach mal den Motor hochdrehen und dann bei 6000 Umdrehungen konstant halten und gucken, was er macht. Läuft er soweit durch oder fällt die Drehzahl zwischendurch einfach mal auf 5 oder 4000 Umdrehungen ab oder steigt die oder läuft das Ding bei 6000 Umdrehungen konstant, wenn ich den Gasdrehgriff nicht verändere. Ja, so machen die das halt in der Werkstatt auch. Ne? Also der braucht jetzt keine Angst haben um sein Motorrad, nur weil wir das jetzt mal eben 10 Sekunden bei 6000 Umdrehungen mal laufen lassen, um zu gucken, ob der das hält, beziehungsweise wie sich der Motor währenddessen dann auch anhört. Bei der Probefahrt vorher auf jeden Fall den Reifenluftdruck entweder vorher kontrollieren oder bei einer Tankstelle, weil sonst kriegt ihr irgendwie ein ganz komisches Fahrverhalten und ihr wisst nicht, woran das liegt. Also den Reifenluftdruck auf jeden Fall kontrollieren. Motor und Reifen sind jetzt warm, dann fange ich an zu schwingen. Also was mache ich jetzt bei der Probefahrt? Ich schwinge mal so ein bisschen, wir wissen jetzt hinten ist ein neuer Reifen drauf, also ein bisschen vorsichtig. Dann greife ich natürlich auch mal schön in die Bremse rein, vorne und hinten, das auch gerne 2-3 Mal hintereinander. Mal einfach gucken, was da so passiert. Dann nehme ich mal die Hand so ein bisschen vom Lenkrad und guck mal mit einer Hand oder vielleicht auch mit gar keinen Händen, ob das Fahrzeug nach links oder rechts zieht oder ob das Lenkrad am Hoppeln ist oder was auch immer. Passiert nichts, alles gut, läuft geradeaus. Geschwungen habe ich schon, Bremsen vorne, hinten
und natürlich auch mal die Kupplung ziehen, wie hört sich der Motor an, klappert da irgendwas, beziehungsweise bei eingelegten Gang Gas geben, was macht der Motor so. Die Probefahrt ist jetzt, ja, das hört sich traurig an, aber die ist jetzt nicht zum Spaß haben und zum Rumballern, sondern die ist dafür da, das Fahrzeug zu checken. Also, wie beschleunigt das Fahrzeug? Wie bremst das Fahrzeug? Wie gehen die Gänge rein? Wie fühlt sich die Kupplung an? Und wie ist überhaupt das Geräuschverhalten während der Fahrt? Also, klappert da irgendwas oder läuft da was unrund? Und wenn die Karre warm ist, dann kann man ruhig auch mal die Gänge vernünftig durchschalten. Ziehen die Gänge alle vernünftig durch? Was passiert da überhaupt? Noch ein wichtiger Aspekt beim Bremsen, ob die Bremse am Rubbeln ist. Normalerweise habt ihr das manchmal, dann rubbelt die Bremse so. Das ist natürlich absolut scheiße. SC33 von Honda, Baujahr 98 rum, die hatten das auch alle. Nach der Probefahrt kontrollieren wir auf jeden Fall, ob der ganze Motor dicht ist. Also hier sind ja überall Dichtungen. Müsst ihr auch gar nicht wissen. Wichtig ist nur, guckt euch alles an, auch von der anderen Seite. Bei diesen Supersportlern voll verkleidet ist das immer so eine... ja, scheiß Thematik, kann man sagen, weil man sieht eigentlich fast gar nichts. Guckt euch das alles an. Ist das alles dicht? Da kann ich jetzt nicht überall zeigen mit der Kamera, aber ruhig überall reinleuchten und gucken und machen und tun, ob der ganze Motor dicht ist. Ihr habt ihn jetzt ja schön gequält. Wenn der Ding nicht öldicht ist und auch nicht wasserdicht ist, dann wird sich das jetzt bemerkbar machen. Also überall hinscheinen und gucken, ob das alles trocken ist. So, das sieht alles... ja, seht ihr, ist alles trocken, genau. Dann kommen jetzt noch die Sachen, ach so, hier vorne natürlich auch. Ihr habt ja jetzt mehrmals gebremst, auch so beim Fahren ist ja, federt das die ganze Zeit ein und aus. Das ist hier vorne, ja, wie heißt das denn, Gabel? ja, ist hier jetzt Öl oder ist hier kein Öl, ne? Hier ist jetzt kein Öl, so soll das auch sein. Das heißt, die Simmerringe da drin sind dicht. Übrigens, was ihr hier außen seht, das ist noch nicht der Simmerring, ne? Das ist die Staubkappe, nennt sich das. Die ist in diesem Fall auch ein bisschen porös, aber ja, damit kann man leben. Man, ja, die dichtet ja nicht wirklich was ab. Das macht der Simmerring da drinne und das Außen ist halt eher so eine optische Geschichte. Nennt sich ja auch Staubkappe, also nicht so wild. Was ich noch vergessen habe, das sind jetzt noch ein paar Punkte. Die gehen wir jetzt nochmal eben durch. Das ist hier ein Vierzylindermotor. Wir haben jetzt keinen V2-Motor gehabt. Kann man ein bisschen andere Perspektive. Also das ist ja jetzt hier ein Vierzylindermotor. Was ich euch jetzt nicht abbilden konnte, ist halt ein V2-Motor, Boxermotor, wie die sich anhören. Dann natürlich auch keine Ducati mit Trockensumpfschmierung, die sich auch nochmal wieder anders anhört. Kann ich immer nur wieder darauf verweisen, wenn ihr wisst, welches Motorrad ihr haben wollt, guckt euch da zwei, drei Dinger von an. Gut. Dann natürlich die Bremsflüssigkeiten. Ja... Optik ist da immer ein bisschen schwierig, weil, ja, was soll ich jetzt erzählen, die Schläuche machen die Optik im Endeffekt hier. Die sieht, ach ja, genau, das ist ein perfektes Beispiel, die sieht ja noch relativ gut aus. Die ist aber schon, wie alt ist die? 14 Jahre alt. Ja, ne? Ach so, und das wisst ihr ja auch noch gar nicht, muss ich ja mal alles erwähnen. Bei der Bremsflüssigkeit ist es einfach so, mit der Zeit zieht die sich Wasser. Und wenn Wasser ganz heiß wird, wisst ihr alle, verdampft das Wasser. Und wenn etwas gasförmig ist, also dampfförmig, gasförmig, dann kann man das komprimieren. Das heißt, ihr bremst dann unter Umständen, wenn die Bremse sehr heiß ist, und dann greift ihr einfach ins Leere. Also die Bremse lässt sich dann einfach so komplett bis Anschlag ziehen und ihr kommt gar nicht zum Bremsen. Deswegen ist es wichtig, die Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre zu wechseln. Ach so, und natürlich auch hier, die Bremsschlauch ist auch hier, ne? Ich habe euch ja eben nur gezeigt, unten kontrollieren. Ihr sollt den ganzen Bremsschlauch kontrollieren, mit der Taschenlampe leuchten, ob der irgendwo porös ist oder undicht. Nicht nur unten. Das bezieht sich auch auf die Kupplungsseile hier. Hier haben wir ein Kupplungsseil laufen. Auch die mal angucken. Ist da irgendwo ein Cut zwischen oder ist das schon aufgebrochen oder so? Guckt euch das alles an. Ist auch ein bisschen, ja, gesunder Menschenverstand. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ach so, unten bei der Lauffläche der Gabel. Hier ist auch wichtig, dass da keine Kratzer, tiefen Rillen oder sowas drin sind. Oder unter Umständen schon Rostbildung, das gibt's auch. Dann kratzt er euch immer wieder den Simmerring kaputt. Das heißt, da ist es nicht damit getan, dass der jetzt trocken ist, weil er gestern noch den Simmerring schnell gewechselt hat. Da werdet ihr ständig mit Problemen haben. Also wenn da hier Roststellen sind oder sowas. Und ihr seht das, dass das weggeschliffen wurde so ein bisschen. Oh, weiß nicht, Alter, das ist scheiße. Also würde ich eher Abstand von nehmen.
Weil so alleine so ein scheiß Rohr kostet, glaube ich, 100, 200 Euro. Und das Tauschen und so weiter, ich will euch gar nicht so lange voll quatschen. Genau. Staubkappen habe ich gesagt. Frage nach Ölverlust. Genau, die würde ich auf jeden Fall stellen. Und wenn er sagt, nee, hatte ich nie Probleme mit, ich habe einmal im Jahr Ölwechsel gemacht, bin 6.000 bis 10.000 Kilometer gefahren und musste nie Öl nachkippen, dann würde ich mir das auch im Kaufvertrag reinschreiben lassen. Aber das ist halt so eine Geschichte, wenn der Motor Öl verbraucht, ist halt nicht so geil, ne? Dann sind auch vielleicht die Kolbenringe schon durch. So, das könnt ihr nicht, das, wie wollt ihr das kontrollieren? Also, würde ich mir reinschreiben lassen. Genau, sonst haben wir, glaube ich, alles. Genau, und der Ölstand ist halt so ein kleines Indiz dafür, ob der, den ihr auch kontrolliert habt, der eben, oder haben wir vorhin ja schon kontrolliert, wenn da zu wenig Öl drauf ist, dann kann das sein, dass der Motor Öl verbraucht, ne? Ja, aber kann auch sein, dass er gestern noch was nachgekippt hat. Genau, Inspektion, Wartung, das Thema würde ich, oder auch TÜV-Berichte sind halt nicht schlecht, als Belege aber, ne? Bringt halt nichts, wenn er sagt, ja, ich habe immer alles gemacht, dann ist wieder Vertrauensbasis, Unsicherheiten und so weiter. Ja, muss man sich das Fahrzeug angucken, muss man sich den Verkäufer angucken, kann ich jetzt nicht sagen, ist gut oder schlecht. Wenn er wirklich jedes Jahr selber einen Ölwechsel gemacht hat und das Fahrzeug fährt sich super und so, dann, ja, dann kann man den unter Umständen auch mal glauben, den Herrn. Genau, und gucken, was der TÜV-Bericht vielleicht auf die alten TÜV-Berichte geschrieben hat. Ja, Kennzeichenbeleuchtung habe ich ganz vergessen, die müssen natürlich auch eben kontrollieren, ne, ob da was leuchtet. Ob die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert. Fahrgestellnummer kontrollieren. Ihr habt einen Fahrzeugschein und einen Fahrzeugbrief und hier habt ihr am Rahmen die Fahrgestellnummer. Thema mit den ganzen E-Nummern und ABE und so, das finde ich so lästig und nervig und auch ein bisschen komplex ist das Ganze. Wie gesagt, ich packe euch da mal einen Link vom Bußgeldkatalog 2019 in die Videobeschreibung, da könnt ihr selber mal durchklicken. Hier haben wir jetzt nämlich zum Beispiel Mini-Blinker, ist ähnliches Thema, sind ja auch neue Mini-Blinker-Anbauteile. Hier ist es zum Beispiel ausreichend, dass da eine E-Nummer drauf ist und dann darf man die so fahren, also das ist legal. Aber ja, man kann jetzt nicht pauschalisieren, E-Nummer reicht immer aus, beim Auspuff reicht sie zum Beispiel nicht aus. So, deswegen schaut euch das nach, im Endeffekt könnt ihr sagen, alles, was ihr an dem Fahrzeug neu habt, müsst ihr irgendwie bescheinigen können, dass das auch legal ist. So, und E-Nummer bei Blinkern ist dann halt nochmal so eine Sonderregelung, weil da braucht ihr kein Schriftstück extra für. Ja, wie gesagt, ist nicht so ganz einfach. Reifenunbedenklichkeitsbescheinigung. Das Ding sieht so aus, das sagt jetzt einfach nur aus, okay, wir haben eine Honda PC37 und das darf Michelin Pilot Power Reifen vorne und hinten fahren in Kombination in der und der Reifengröße. Es ist nicht so, dass ihr euch einfach einen eBay-Reifen irgendwie da bestellen könnt. Also ich habe, die Reifen sind auch von eBay jetzt, aber dass ihr euch irgendeinen Reifen bestellen könnt und den einfach auf euer Fahrzeug ziehen könnt. Ihr müsst schon nachweisen, dass es dafür eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gibt. Die gibt es jetzt hier bei Michelin auf der Homepage oder Metzler oder weiß was ich, welchen Reifenhersteller auch immer ihr fahren wollt. Und dann müsst ihr vorher kontrollieren, ob ihr die überhaupt fahren dürft. Ja Leute, ihr habt es endlich geschafft, das Video neigt sich dem Ende. Nochmal eben zwei Sachen zum Preisverhandlung. Also ihr werdet an jedem Fahrzeug, was mehr als 20.000, um die 20.000 Kilometer gelaufen hat, etwas finden, ob sie Reifen sind, die Bremsbeläge, die alt sind oder runter sind, Radlager, Lenkkopflager, was auch immer, irgendwas werdet ihr immer finden. Also versucht das einfach noch runter zu handeln. Ja, meistens geht da eigentlich auch immer noch was. Ich sag mal so 200 Euro, 300 Euro sind machbar. Geht auch mehr, klar. Geht auch weniger, wenn das Fahrzeug echt im super Zustand ist und der relativ günstig inseriert habt, dann könnt ihr da nicht mehr viel holen. Darum geht es aber im Endeffekt auch nicht. Ihr habt ja auch keinen Bock, euch da 30 Fahrzeuge anzugucken und quer durch Deutschland zu fahren. Also versucht da ein bisschen zu verhandeln und bleibt bis zum Ende cool. Das soll heißen, ich kenne das selber, man ist jung, man guckt sich sein erstes Fahrzeug an, dann hat so ein dummer Typ von 360 Grad Motorrad irgendwas gelabert, man soll sich mehrere Fahrzeuge angucken. Dann ist man beim ersten Fahrzeug und das sieht so toll aus und ja, wie gesagt, guckt euch zwei, drei Fahrzeuge an und macht den Technikcheck vernünftig. Es bringt euch nichts, wenn ihr ja, euch so in das Motorrad verliebt habt und dann sagt, ja, das klackert ein bisschen vielleicht und im Endeffekt ist das dann doch ein schlimmer Motorschaden und dann ja, sitzt ihr da in der Scheiße. Also kontrolliert das vernünftig und nur wenn es wirklich passt, dann kauft das Ding und dann könnt ihr euch auch freuen. Das ist noch, was ich sagen wollte. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich weiß, das Video ist sehr lang geworden. Aber ja, ich wollte euch eigentlich viel mitteilen und viel zeigen. Deswegen ist manchmal nicht in der Kürze zu schaffen. Und
falls ihr Interesse daran habt, irgendwelche Wartungsarbeiten bzw. Instandsetzungsarbeiten zu sehen, wenn ihr euch jetzt ein Fahrzeug kauft und ihr seht, Bremsbeläge müssen neu oder sonst was, wie geht das überhaupt, Ventile müssen eingestellt werden, wie geht das überhaupt, dann solltet ihr ein Abo dalassen und auf jeden Fall einen Daumen nach oben, der bringt auch noch was. Nee, Spaß beiseite, wirklich, ihr könnt ein Abo dalassen und dann checkt einfach mal die Playlistenfunktion im Laufe der nächsten Woche mal ab, weil ich werde da jetzt nach für nach Instandsetzungsarbeiten hochladen, das Ganze ja, wird ein bisschen noch aufgebaut und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr die Sachen an eurem Fahrzeug selber machen. Also, wenn ihr euch das zutraut. Aber es ist meistens kein Hexenwerk. Alles klar, Leute, haut rein. Ciao.